Ich habe 500 Player Picks zum Bundesliga Team of the Season gemacht und die Frage ist, wie viel Tots zieht man daraus? Zum Premier League Team of the Season haben wir insgesamt 32 Tots aus 500 Picks rausbekommen. Und dann schauen wir mal, Freunde, ob es bei der Bundesliga eine bessere Quote geben wird. Erster Player Pick wird Ruben Neves. Und vorhin lasst mal unbedingt noch einen Daumen nach oben bzw. ein Like da, denn eure Like-Anzahl werde ich wieder in Player Picks recraften zum La Liga Team of the Season. Also vorhin einfach als Beispiel, wenn ihr hier zwei Likes da lasst, dann mache ich einfach nur zwei Picks. Wenn ihr aber ein paar mehr da lasst, ein paar mehr, ne? Aber bitte macht nicht zu heftig, danke. Bernardo Silva, Freunde. Okay, nach langer Zeit endlich mal wieder ein Workout. Also wir haben jetzt so knapp 20 oder glaube ich schon fast 25 aufgemacht. Ein paar gute Ratings gezogen, aber mehr noch nicht. Noch nicht einen Team of the Season. Skip-Packs sind, Freunde. Rodri 89er, nächster Guter. Ein, zwei Tots aus den ersten 50 und ich bin echt zufrieden. Das Rating sieht richtig gut aus. Okay, Freunde, wir kommen jetzt zum letzten Pick von den ersten 50. Ich muss sagen, also die Workout-Quote war richtig krass bei denen. Ich glaube, wir hatten bei jedem fünften Pack und ich habe einfach fünfmal Bernardo Silva gezogen oder viermal. Hier. Und ansonsten noch Modric, Trent, Alexander-Arnold, Ødegaard, Benzema. Also Rating war sehr, sehr gut, Freunde. Und jetzt letzter Pick von den ersten 50. Die nächsten 50 werde ich wieder Bene öffnen lassen. Und jetzt bitte gönn, bitte gönn, bitte gönn, bitte gönn, bitte. Oh mein Gott, Harry Kane! Harry Kane, Team of the Season. Was kostet der, Freunde? 3 bis 5? Mal ein Prank. Mach mal weiter mit den nächsten 50, Freunde. Freunde, der gute Benedikt ist mal wieder da. Ich übergebe dir das Zepter. 50 Picks, bitte. Bessere Ausbeute als beim letzten Mal. Du hast mir 2 gezogen, ne? Oder 1? Ich hab dir 2 gezogen. Oder? Ich hab dir 2 gezogen, Rosa. Ich hab dir 3 gezogen. Aber erste Team of the Season, Freunde, zählen wir rein. Nach genau 51 Picks. Mein erster, ne? Merle Froms, Benedikt. Freunde, das ist mir ehrlich lieber als Musiala zu ziehen, sag ich dir ehrlich. Und der war ich letztens noch im Eat in Wolfsburg. Stimmt, Bene war mit ihr essen, Freunde. Also, ich saß am nächsten Nebentisch und ich hab sie angeklotzt. Erste Seite, 2 Tots und darunter Merle Froms. Was kostet die? Geh mal bitte, nimm bitte Brand mit. Nimm Jule mit. Freunde, kleiner Funfact, Jule kam vor. Für 10 Minuten. Vor 10 Minuten kam sie noch kurz durch, Freunde. Hat uns viel Glück gewünscht. Vielleicht lag es daran jetzt gerade. Vielleicht wusste sie, dass wir Team of the Season Picks hier aufmachen. Was kostet ein Froms? Guck mal bitte ganz kurz. Das ist sehr gut und Merle kostet 20.000. Stabil. Freunde, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr solche Picks gemacht habt und was ihr da rausgezogen habt. So ist es. Ob es genauso heftig ist wie jetzt hier gerade meine Ausbeute, die bisher wirklich gut ist. Die ist sehr gut, ja. 84er. 87erin. 87erin. Ich wirklich, die Schere, also, ja. Das ist doch okay. 86er. Gabrielli. Hanko. Moin. Moin, Marvin. Marvin, guck mal, wir haben Tots gezogen. Hallo. Also, hallo. Freunde, Marvin, Stadionfotograf. Vom VfL. Komm kurz rein, stell dich vor. Willst du einen Pick aufmachen? Okay. 3 Tots, Freunde, nach circa 65 Picks. Eine sehr gute Ausbeute, muss ich mal so sagen. Und noch ohne Recraft. Also diese ganzen Special Picks haben wir noch nicht gemacht, Benedikt. Ist dir das bewusst? Gönn. Ja! Oh, 88er Oblak, da bist du doch. Sehr gut. So, Freunde. Letzten 5 Picks, dann sind wir mit den ersten 100 durch. Und die EA-Server laden heute, das ist geisteskrank. Das ist die gute Selbenbrand. Gönn. Luka Modric, ist okay. Wir steigern uns jetzt. Glaubst du, es ist noch ein Team of the Season dabei bei diesen 3 Picks? Nein. Ich bin jetzt schon echt zufrieden. Also mit den ersten 100, Freunde, 3 Tots ohne Recraft, das ist voll okay. Und 100. Pick. Benedikt, konzentrier dich bitte nochmal. 84er, aber war okay. 3 Tots, danke dir. Neuer Tag, neue Picks, neues Trikot. Bitte gönn mal, ey, danke. So eine Ex am Florian Würz Trikot. Ich sag ehrlich, wenn das kein Glück mehr bringt, was dann? Natürlich gehen wir direkt rein mit den nächsten Picks, aber beim Recraft, Freunde, habe ich einiges gezogen. Und zwar insgesamt 3 Team of the Seasons. Wem willst du verarschen? Die Bilder werden mal hier kurz im Hintergrund irgendwo mal eingeblendet. Nämlich, Freunde, nicht wundern, ich habe das auf der Autofahrt gemacht. Und da habe ich halt logischerweise die Packs vom Laptop einfach nicht aufgenommen, Freunde. Waren jetzt auch eigentlich nicht sonderlich viele oder Special Packs. Es waren einfach nur diese 27 mal einfach irgendwelche Goldspieler-Packs, wo man einfach einen 87er, 88er sowas abgibt. Diese ganzen Bernardo Silvas zum Beispiel, die wir gezogen hatten. Insgesamt sind wir dann jetzt schon bei 6 Team of the Seasons nach 100, 110 Picks jetzt. Freunde, es geht voll klar. Denn Freunde, dem von Leicester City habe ich back-to-back zweimal gezogen direkt. Also 3 Tots da gezogen, 3 vorher in den Picks. Summa summarum sind wir dann bei 6 angekommen. Die Skipper, Freunde, die Skip-Packs sind es. Das war das erste Skip-Pack auf den ganzen Seiten jetzt hier. Und direkt Team of the Season, wir sind bei 7. Aber es ist wieder nicht der heftigste Tots. Ich will unbedingt mal so ein Musik. Ja, lass uns Kane, irgendwas in der Richtung. Ohne Alex Pop, Freunde. Ich würde, glaube ich, 1, 2 Fingerlose abgeben. Oh mein Gott, Freunde, die Skip-Packs. Ey, das war 2 Packs, glaube ich, nach dem ersten Skipper. Und da haben wir die gute, wie heißt sie, Chiara? Barbara Dunst, Freunde. Barbara! Richterin Barbara Salisch, Freunde. Wer kennt sie nicht? 92er. Boah, krasses Rating eigentlich. Warte mal, kostet sie was? Nee, schade. Aber 8er Team of the Season, Freunde. Ein bisschen Druck auf den Reifen, perfekt. Quote bisher überragend beim Bundesliga-Tots, muss ich sagen. Freunde, es sind die Skip-Packs. Ich sag's euch so, wie es ist.
ist. Nee, schade, aber Maxi Arnold fast Tots. Alright, Freunde, wir sind jetzt so knapp bei 150 Picks angelangt. Die Picks von 100 bis 150 waren okay, waren nicht so viele Walkouts wie sonst. Aber dafür zwei Team of the Season Karten. Die letzten drei haben wir jetzt noch. Dann sind wir, wie gesagt, bei 150. Und Addison, Freunde, sehr gut. Leider kein Team of the Season. Den habe ich übrigens letzte Woche, glaube ich, 4 oder 5 Mal gezogen. Also war Stand jetzt der häufigste Team of the Season mit diesem einen von Leicester City einfach. Und letzter Pick. Dann haben wir 150 und ja, immer ein Walkout. Wir kommen zu den nächsten 50. So, Freunde, ich habe Trikot jetzt nochmal andersrum gezogen. Ich will EA zeigen, dass ich in Florian Wirtz will. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das muss machbar sein. Komm EA. Ja, okay. Freunde, ich habe ein Gefühl, jetzt geht hier was. Freunde, übrigens, ich habe gerade gesehen, man kann jetzt Cristiano Ronaldo Team of the Season noch ziehen. Also wenn er hier in einem Goldpick drin sein sollte, Freunde, verlose ich hier das Trikot, verlose ich die Jule Brandkarte, verlose ich meine Playstation und wandere aus oder so. Und dann natürlich nur allen Leuten, Freunde, die ihr kostenlos folgen, ne? Kuss. Okay, Freunde, gerade Patrick Schick gezogen von Bayern 04 Leverkusen. Nächster Pick ist er. Nächster Pick. Florian Wirtz, bitte komm. Ich hab's mit deinem Trikot aufgemacht. Bitte gönn. Och Mann. Ja, okay, 88er ist in Ordnung. Aber ey, bitte gönnt man den krassen Tots, bitte. Was denkt ihr, Freunde? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Tots erstmal zieht und dann noch einen krasseren Tots? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass EA dies Jahr diese Pack- oder Pick-Rate extrem runtergesetzt hat. Also wenn man halt einen Tots zieht, sind es entweder immer die gleichen oder halt aber auch nicht so krasser. Und von den heftigen zieht man wirklich kaum was. Aber ich werde euch das Gegenteil beweisen. Genau. Rodri, Freunde, ist okay. Bisher nur Walkers auf der Seite. Warte mal, ich mache mit dem ganz hinten, weil dann haben wir hier, glaube ich, ein Muster. Erkennt ihr das Muster, Freunde? Jetzt kommt ein Team of the Season in Gold. Perfekt. Aber Radetzky auch von Leverkusen. Wartet mal. Erkennt das Schema. Ich kenne das, Freunde. Ich kenne das. Komm, es wird blau und... Nächster Walkout, wartet mal. Es ist die Formel. Komm. Donnarumma, okay. Also die Seite war gut. Ich glaube, wir haben hier 6 Walkouts oder so aus 10 Picks bekommen. Und davor schon 10 mal Trent Alexander. Den sehe ich wieder öfter als meine Eltern, ehrlich. Also die 50 Picks von der Walkout-Quote, von dem Rating her, ist das richtig, richtig gut. Aber von der Tots-Ausbeute her, nichts. Aber solche Runden muss es auch geben. Das heißt, wir können dann mehr andere Packs recraften. Zum Beispiel diese 7x83 plus und so. Werde ich euch auch gleich zeigen. Und dann gucken wir mal, wie viel Tots wir daraus ziehen. Und ich glaube, das ist ja der letzte Player-Pick, der 200. Ja. Boah, wir haben gleich schon Halbzeit und wir haben erst 7, Freunde. Zweite Hälfte muss dann auf jeden Fall ein bisschen mehr gehen. 200. Player-Pick geht auf und das letzte mit dem Bayern für Leverwürz-Trikot und es wird kein Würzmann, hä? Okay, noch 300 Picks. EA Sports hat gegönnt. Ich glaube, das Bayern-Trikot hat gerade echt Glück gebracht, denn beim Recraften haben wir eben gerade einige Tots gezogen. Hier, ich zeig's euch mal, Freunde. Das Ganze ist, glaube ich, ein 2x80-Plus-Spieler-Pack nur gewesen. Wir gehen Torhüter, Deutschland, Wolfs, und natürlich, es wird The Goat himself oder Goat him Merle Fromms, Freunde. Dann gab es hier schon den nächsten im 2x82 plus Spielerpack. Also, Freunde, das war geisteskrank. Torhüter ebenfalls wieder Spanien. Schweiz meine ich. Perfekt. Dortmund natürlich, Freunde. Gregor Kobel. 94er Bewertung. Sehr guter Keeper dies Jahr, glaube ich. Und ja, wir sehen hier noch die Animation. Ich skippe mal ganz kurz vor. Im nächsten 2x82 plus Pack, Freunde. Schweiz, Dortmund. Perfekt. Back-to-back Gregor Kobel gezogen, Freunde. Es war wirklich geisteskrank. Ihr seht es nochmal, Duplikat Gregor Kobel. Und dann sind wir jetzt, stand jetzt bei 11 Tots nach 200 Picks. So, nächsten. Wir gehen rein, Freunde. Wie gesagt, ich probiere jetzt ein paar Bayern-Spieler zu ziehen. Ich habe ein Bayern-Trikot an. Harry Kane, Jamal Musiala. Ich brauche die Männer. Ich sag ganz ehrlich, wir müssen einen krassen Tots ziehen. Ich habe gerade mit Julius drüber geschrieben, Freunde. Ich finde die Packrate für Tots gar nicht mal so bad, um ehrlich zu sein, mit dem Recraften dann. Weil, wie gesagt, zur Premier League hatten wir über 30 Team of the Season. Und ich glaube, hier werden wir auch um die 30 ziehen. Aber man zieht keinen Banger, das ist krass. Man zieht, wenn dann, eine Merle Fromms. Na, Freunde, versteht mich nicht falsch. Beste Keeperin im ganzen Spiel. Aber ich will einen Musiala, ich will einen Florian Wirtz. Oder ich will einen Harry Kane. Bitte, Freunde, irgendwann. Ja, Vanille ist auch, war perfekt, 87er damit. Okay, ohne zu übertreiben, Freunde, ich glaube, ich habe jetzt hier so knapp 20, 30 Picks aufgemacht. Das sind bisher die schlechtesten, die ich seit dem Premier League Team of the Season gezogen habe. Jetzt hier immerhin mal ein Walkout. Ich glaube, das ist der dritte Walkout oder so. Also auch gefühlt kein Rating. Also wirklich gar nichts gezogen bisher. Werd doch mal bitte blau und... ey, Digga, das geht nicht. Freunde, denkt ihr, die Shop-Packs haben die Packrate noch weiter runtergedrückt von diesen ganzen Upgrade-Packs? Also das, was man nicht mit Points kaufen kann. Schreibt da eure Meinung auch gerne mal in die Kommentare. Ich habe fast so das Gefühl, mal ehrlich zu sein. Weil das ist geistkrank. Also so eine Packrate waren die anderen Jahre nicht in den Picks. Zu 1000%. Let's go. Immerhin mal wieder 89er, Freunde. Ein bisschen Druck auf den Reifen. Wieder Marc-André Ter Stegen. Das ist mit Abstand die beste Karte, die wir bisher hier hatten, Mann. Guckt euch das an. Das ist so krank. Ohne Spaß, wenn jetzt hier in den nächsten drei nicht irgendwie ein Harry Kane oder so rauskommt. Das waren die schlechtesten Picks ever. Nicht die von vorhin, sondern ich glaube die, auch wenn es ein Querpass-Toni. Jetzt hier nochmal letzter Pick. Dann haben wir genau Halbzeit, Freunde. Und...
Das ist richtig hart, Freunde. Halbzeit, Freunde. 250 noch vor uns. 250 bisher gezogen. Und beim Recraften, Freunde, EA hat wieder gegönnt. Ihr seht schon, 2x86 Plus Pack. Ihr seht, es wird blau Portugal. Ich habe gedacht, Stürmer, Freunde, wäre ich hier, glaube ich, aus meinem Zimmer gesprintet und hätte ganz andere Sachen gemacht. Barcelona, João Cancelo. Es wird aber ein Double Walkout und hinten raus. Ja, dreh dich bitte. Guckt ihn euch an, Freunde. Karim the Dream Adeyemi. Nächster Bundesliga-Tots. Aus den Picks kommt ihr nicht, aber aus den Packs ist okay. Und der nächste hat nicht lange auf sich warten lassen, Freunde. Das war eine 19 Goldspieler Petika. Das habe ich einfach nur geskippt, damit es schnell weg ist. Es ist Davis. Es ist zwar nicht Alfonso Davis, aber es ist Davis. Ist okay. In dem genau 51 Goldspieler Pack, also wie gesagt, sind alles nur Recraft Packs, Freunde, wo ich das Rating von dem, was wir gezogen haben, einfach nur in SBCs packe. Eintracht Frankfurt ZM haben wir, glaube ich, vorhin schon mal gehabt in den Player Picks, und zwar wieder die gute Dunst. Klar, jetzt ist das zweite Mal gezogen, aber nehmen wir sowas mit, Freunde, easy. Das heißt, genau nach der Hälfte, Freunde, sind wir jetzt bei 14 Team of the Season / Tots Moments. Und wenn wir das hochrechnen, kommen wir dann so bei knapp 30 wieder raus. Also wir haben auf jeden Fall eine etwas schlechtere Quote als zum Premier League Tots. Aber das kann sich jetzt echt noch ändern. Ich habe mir jetzt die Taktik überlegt. Ich mache die nächsten 5 blind. Das könnte komplett vom Baum gehen, aber ich mache es einfach mal. Erster. Wir nehmen den Spieler mit. Roberto Firmino. Okay, zweiter. Machen Skipper wieder. Wir nehmen den wieder mit. Es wird Beto, ja. Nächster Pick. Wir machen wieder den Skip und wählen wieder blind aus. Boah, ist eigentlich so dumm, was ich hier mache, ne? Vierter, glaube ich, ist es jetzt. Komm, Freunde, wir müssen ja auch ein bisschen... Ah, perfekt. Ich habe gefettfingert. Warte, machen wir so nochmal ganz kurz 2 Blind Picks. Dann haben wir das ausgeglichen, so. Dürfte das... Hä? Ich glaube, die Picks Retalk, die sind so schlecht irgendwie. Jetzt gerade. Ich habe wirklich keine Ahnung. Edin Dzeko noch. Und ich hoffe, Freunde, dass wir echt keinen Tots geskippt haben, ne? Ihr werdet es nur in der Aufnahme sehen. Sendi gerade eine SPC bekommen und ich weiß auch langsam nicht mehr mit meinem Rating bzw. mit den ganzen Duplikaten, was ich noch für SPCs machen soll. Ich habe fast alles abgeschlossen. Mein Verein platzt mit 84ern, 85ern aus allen Nähten, Freunde. Werde jetzt auch mal von hinten nach vorne gehen. Oder falls ihr irgendwelche Taktiken habt, Freunde, wie Picks besser werden, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dass wir das zum nächsten Tots auch machen können und wie ich dann ein bisschen mehr Glück habe, ne? Danke. Geht nicht, Freunde, ist in Ordnung. Also Rating muss ich sagen, jetzt bei denen, das geht schon wieder echt klar. Also wir hatten hier auf der Seite jetzt schon 3 Walkouts, wir hatten jetzt hier, glaube ich, auch schon wieder 4 Walkouts auf der Seite. Das ist in Ordnung, aber ich weiß, wie gesagt, bald nicht mehr, wo ich die in SBCs abgeben soll. Ja, die Seite war super. Immerhin 2-3 Walkouts ist in Ordnung, aber auch nicht sonderlich gut. Wir wollen blauer, Mann. Wir wollen blauer. Okay, kurze Zusammenfassung von den 50 Picks. Walkouts waren gut bis okay. Keinen Team of the Season. Ich glaube, jetzt seit 100, 150 Picks aus den Picks, ne? Das ist der 300. der jetzt hier aufgibt. EA Sports, wenn ihr ein Herz habt, das ist geisteskrank. Ey, Freunde, was die Pickquote bzw. Packquote dann angeht, muss ich sagen, hat sich brutal verschlechtert im Vergleich zum Premier League Tots. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Man kann ja auch noch dieses Rest der Welt Team of the Season ziehen, das Team of the Season der Frauen und der Männer in der Fußball-Bundesliga. Und das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, Freunde. Wir machen die nächste. Wir geben nicht auf. Neue Picks, neues Trikot. Falls euch nur, warum ich einfach im Werder-Trikot sitze. Ich würde euch jetzt eigentlich auch gerne zeigen, was ich so beim Recraften gezogen habe. Aber es gab einfach nichts zum Recraften, weil es keine Pack- bzw. Gamble-SBCs mehr gibt. Und ich diese Icon- oder Hero-Picks jetzt nicht zu den Tots-Zeiten mitmachen will. Also, ey, wenn ihr das hier hört, gerne mal ein paar Upgrade-Packs bringen. Damit meine ich mehr diese 84, 85er Plus-Packs. Und nicht nur ein- oder zweimal wiederholbar. Danke. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Freunde, das Werder-Trikot ist es, was mir jetzt hier Glück bringen wird. Weil nämlich von Bremen ist, glaube ich, niemand stand jetzt im Team of the Season. Und vielleicht muss man irgendwie ein Team auswählen, was kein Team of the Season hat, um dann einen heftigen Tots zu ziehen. Ja, yeah, ich hoffe, das ist die Formel, Mann. Ich weiß auch nicht weiter. Boah, Leute, die Picks sind so schlecht heute, ne? Es ist geisteskrank. Ich mache ja immer diese 51 Goldspieler-Packs, damit ich das Futter für die Player-Picks bekomme. Und Freunde, da war einfach Stürmer, so Argentinier. Ja, man denkt so, ja, Martinez, ja, ist ja Gold. Aber natürlich, Freunde, es ist ein Double Walkout. Und zwar der gute Jan Vertonghen, Legende. Das heißt, wir sind jetzt bei 15 Team of the Seasons. Nach ein bisschen mehr als 300 Picks. Aber ich will mehr, Freunde. Ich will viel, viel mehr. Zur Premier League hatten wir genau das Doppelte. Und ich glaube, wir müssen in die Skip-Packs gehen. Helgenberg, sehr gut. Rodri, Back-to-Back, 89er, Freunde. Ich glaube, ich spüre was. Ich spüre was hier. Ich spüre was. Ey, Freunde, man zieht nichts mehr. Es ist vorbei. Das Packlack ist weg. Ich habe nichts gezogen hier in den 50 Picks hier gerade. Ich glaube, 3 Walkouts oder so. Lass es 4 sein. Ich schwöre es euch, die haben gerade irgendwie einen Schalter bei mir gedreht. Ganz kurz zur Info. Wenn wir jetzt, glaube ich, in dem letzten Player-Pick von diesen 50 hier gerade keinen Team of the Season drin haben, ich glaube, dann haben wir aus so knapp 150 bis so
200 Picks keinen Team of the Season gezogen. EA Sports, das ist geisteskrank. Ich buche mir gleich ein Flugticket hier rüber nach Kanada und werde euch mal besuchen, Lacazette. Boah, das tut weh. Nächsten 50 Picks, Freunde, wieder komplett geknallt werden von EA Sports. Die 10. Okay, wir haben statt jetzt 350 Picks. Das wären jetzt die Picks bis zu 400. Und wir haben gerade mal 15 Team of the Seasons. EA, was ist das? Okay, Freunde, ich mache jetzt so viele Skip-Packs, bis wir ein Tots ziehen. Ich glaube nämlich, die Skip-Packs sind es, Freunde. Ah, eigentlich, komm, ne? Wie gesagt, zählt als Tots. Komm, wenn Juli gerade schon drin war, Freunde, dann müssen wir das nächste Mal mit ihr hier was ziehen. Ist ein Walkout okay? Super, echt super. Ich setz mich erst wieder hin, wenn hier was Blaues war. Ich setz mich vorher nicht mehr hin. Ey, ich werde morgen so Muskelkater haben, Mann, ey. Da bist du doch, let's go, Mann, Merle Froms. Jetzt kann ich mich endlich wieder hinsetzen, Mann. Ich kriege gleich einen Krampf. 16. Team of the Season. Ich glaube, das ist das dritte Mal Merle Froms. Aber, Freunde, nehmen wir mit Kusshand mit, ist das wichtig. So eine lange Durststrecke. Ich glaube, wir haben seit über 252 Picks, haben wir keinen Tots mehr gezogen. Und dann Merle Froms zum dritten Mal. Und sie war einfach im drittletzten Pick vor den 400 drin. Das heißt, im 397. Pick war da endlich mal wieder ein Tots drin, Mann. Ist das geistkrank von hier. Also, das ist wirklich gestört. Hier war ein 84er Müller mit Abstand der Beste von der Seite. Hier ein 84er Ginter. Okay, hier ein Walkout mit Smith. Aber ansonsten waren die 50 auch schon wieder absoluter Skandal, Freunde. Letzter Pick bis zu den 400, okay. Uns bleiben noch 100 für Musiala oder Kane oder Wirtz. Oder einen anderen Tots außer auf Merle Froms. Danke, Mann. Die letzten 100 Picks zum Bundesliga-Team of the Season stehen an. Und wir haben wieder reingelangt. Ich habe es natürlich extra auch geklippt hier. Und zwar in dem 19 Goldspieler-Pack, Freunde. Es wird blau, es wird Deutschland, es wird IV. Und natürlich der VfB Stuttgart. Es wird Waldemar Anton, Freunde. Eine kranke Saison gespielt, auch so verdient. Ein Team of the Season bekommen. Karte sieht auch sogar sehr, sehr geil aus. 90er Rating zwar nur, aber Tots Nummer 16. Wichtig. Aber nein, Freunde, das war es da natürlich noch nicht. Tots Nummer 17 hat nicht lange auf sich warten lassen. Ich glaube, das war ein, zwei Packs danach. England LV, das ist derjenige, den wir schon mal gezogen haben. Hier diesen Asian Town Football Club. Kenne ich jetzt zwar nicht so die ganze Zeit, aber auf jeden Fall 99 Pace. Hier seht ihr schon. Und 90er oder 91er Rating wieder. Nächste Tots sind bei 17. Aber trotzdem, 17 Team of the Season. Seasons nach 400 Player Picks plus Recraften, Freunde, das ist echt schlecht im Gegensatz zur Premier League, was wir letzte Woche gezogen haben. Außer jetzt kommt ja noch ein Harry Kane, ein Musiala, ein Florian Wirtz, Freunde, oder sowas, dann ist alles easy. Dann geht das Ding klar hier an die Bundesliga. Und natürlich auch wieder ein neues Trikot an, Freunde, ihr wisst Bescheid, heute mal jetzt auf OG-Bus. Und vielleicht für die letzten 50 kommt noch mal ein anderes. Aber es muss der Glücksbringer werden, weil ich möchte auch Lena Oberdorf, Freunde. Ich möchte Lena Oberdorf, 96er. Ich spreche es aus, ich möchte lieber Oberdorf anstatt Kane. Also wie oft wir heute auch Jule Brandt ziehen, ne? Es ist ein Zeichen, Freunde, es ist geil. Geisteskrank. Es ist wirklich geisteskrank. Oh mein Gott, Freunde. Endlich ist er mal wieder da. Der Man ist zwar kein Bundesliga-Team auf Season, sondern so ein Rest of the World. Ah, der hat richtig geile Stats. Vor allem 97 bei Passen. Okay. Sieht sehr gut aus, Freunde, fürs zentrale Mittelfeld. So, ich guck mal. 22, 23k. Ja, weiß ist egal. Nächster Team of the Season. Okay, kurzes Fazit zu den nächsten 50 Player Picks hier. Jule Brandt gezogen, schon mal sehr gut. Ansonsten so viele 84er. So 3, 4 Walkouts waren dabei. Ein Team of the Season, das war eine okay Runde, würde ich sagen. Jetzt kommt der 450. Player Pick, Freunde. Wir gucken mal, dann haben wir nämlich nur noch 50. Und ja, wir haben nur noch 50. Letzte Runde, Runde. Leider nichts beim Recraften gekommen, Freunde. Aber ich will die 20 unbedingt noch voll machen, Freunde. Das wäre so wichtig, Mann. Komm, jetzt irgendwie nochmal zweimal mehr, Frau, ich würde es auch nehmen. Ich will die 20 haben, komm. Endlich mal wieder eine Walkout, Freunde. Aber auch ganz wichtig zu sagen ist, aus dem ganzen Futter, was wir aus den Picks hier bekommen, habe ich jetzt ja eigentlich fast eine Leroy Sané komplett gratis mitgenommen. Also die Sané Tots SBC. Und die kann man wirklich mit dem Rating so eigentlich dann umsonst ercraften. Perfekt, hier ist Sané. Ja, perfekt. Ihr hört mich einfach ab, ne? Ich kann das nicht. Klar, den sehe ich jetzt hier nicht als Tots mit rein, dass ich ihn irgendwie gezogen habe oder so. Aber das nur mal als kurze Randnotiz. Das ist die bittere Realität, Freunde. Deswegen mache ich ja auch dieses Experiment, was man aus 500 Player Picks sieht einfach. Klar, man hätte jetzt sonst wie viele machen können und dann zusammenschneiden können, aber es ist die bittere Realität hier. Deswegen, wenn ihr das Ganze feiert, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, dann lasst ein kostenfreies Abo bzw. Follow da. Und wir kommen jetzt zu den letzten 10 oder 20 sind so, okay. Nummer 4 steht für Lifestyle. Ich weiß es doch. Und Grealish zum 10.000. Mal, Mann. Okay, die letzten 3 Player-Picks jetzt hier. Wir gehen rein mit der Nummer 3 und die Nummer 1 machen wir auch als letztes auf. 18 Tots ist hart, sage ich ehrlich. Zur Premier League waren es 32. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, wie viel wir im Live
La Liga Tots ziehen. Und komm, letzter Pick, Freunde. Wir machen das Ganze mit der Nase auf. Dann würde ich sagen, bitte nochmal den Tots zum Abschluss. Es wird ein Trent Alexander-Arnold. Das ist mit, glaube ich, die meiste Karte, die wir im ganzen Wochenende jetzt gezogen haben. Aber egal, Freunde. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne jetzt einen Daumen runter. Und ja, Freunde, ich denke, ich mache zu La Liga auch wieder. Obwohl es mich wieder 10.000 Stunden Lebenszeit kosten wird, Mann. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Video rein und ciao, ciao.